so, Leute, vorab zum Video, weil ich das einfach vergessen habe und unzufrieden war mit dem Video. Ich wollte euch jetzt nochmal kurz einen Einblick geben über den Reifen, kurz erklären, wie der Reifen aufgebaut ist und was er denn groß kann. Ich weiß, es ist eigentlich Metzellers Aufgabe, dazu gibt es auch zahlreiche Videos auf YouTube, aber ich wollte es euch einfach mal kurz demonstrieren. Ihr habt hier einen Euro, dass ihr ungefähr die Profiltiefen wisst. Also ihr seht, der goldene Rand verschwindet, der soll wohl 3 mm sein oder vom 2-Euro-Stück oder wie auch immer. Könnt ihr auch mit dem 2-Euro-Stück machen. Also der silberne Rand, wenn ich mich nicht irre, ist 4 mm. Also ihr habt hier noch über 3 mm in der Mitte. Seitlich habt ihr nicht mehr ganz den Rand. Also ich weiß es nicht, der Reifen ist noch um einiges gut. Ich schätze 2.000-3.000 Kilometer noch. Im Neuzustand hatte der knapp 6 mm, 5,5, sowas im Dreh. Und er ist so aufgebaut, er hat mittig eine harte Gummimischung für große Laufleistung, wenn ihr viel Autobahn oder viel geradeaus Landstraße fahrt. Es gibt ja in vielen Bundesländern, dass ihr lange zu euren Strecken fahren müsst. Sprich, der Reifen taugt sehr gut und fährt sich nicht mittig platt ab. Der ist sehr schön ausgewogen von der Bild des Abfallens. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt auf der Kamera, aber er fällt gut ab und bietet euch einfach relativ viel Schräglagenfreiheit. Das Profildesign ist dafür gemacht, um bei Regen gepaart mit dem hohen Silikatanteil in der Mischung relativ gut im Regen und bei kälteren Bedingungen zu performen, sprich in den Alpen oder so, wenn es regnet, habt ihr immer noch einen soliden Reifen, der euch nicht ständig wegschmiert. Ich bin ihn öfter im Regen gefahren und muss sagen, er ist echt gut, aber in meinen Augen war der BT45 besser. Ich hatte mit dem Reifen, vorne könnt ihr natürlich selber Profildesign begutachten, Aquaplaning bei 160 km/h und relativ tiefen Pfützen. Also ich weiß, wie sich Aquaplaning mit dem Reifen anfühlt, aber er hat relativ spät Aquaplaning, muss ich ihm gut zusprechen. So, hier mittig habt ihr nochmal eine weichere Gummimischung und gegen außen hin habt ihr in der Karkasse eine härtere Form, sprich ihr spürt es, hier ist er weicher, wenn der nicht ganz aufgepumpt ist, hier ist er natürlich auch weich von der Gummimischung, relativ weich, aber er ist von den Stahlgürteln her, von der Karkassenaufbildung hier deutlich steifer, das hat dazu Folge, dass ihr auf dem Slick-Bereich einen relativ widerstandsfähigen Teil habt und ihr eine hohe Geschwindigkeiten in hoher Schräglage relativ gut und stabil fahren könnt, dass der Reifen nicht so viel Walkarbeit hat und einfach rumeiert oder euch ein waschiges, also verwaschenes Gefühl gibt. Und ja, viel Spaß beim Video. Hey Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute soll es um den Metzeler M7RR gehen, den Reifen, den ich mir habe aufziehen lassen, aus verschiedenen Gründen und wie zufrieden ich bin nach 3000 Kilometern. Das Problem ist, ich kann euch jetzt nicht den Reifen zeigen, was immer ein Problem ist während den Motovlogs und ich möchte nicht schnaufen wie so ein Bär neben dem Motorrad, weshalb ich sagen muss, dass ich den Reifen also vorab aufgezogen habe, im Gegensatz zur Standardbereifung, weil ich einfach keine Lust hatte darauf, dass ich mich auf die Schnauze lege aufgrund eines Reifens. Ja, ja, es gibt immer Leute, die kommentieren, ja, ein guter Fahrer kann mit jedem Reifen umgehen, dann bin ich halt kein guter Fahrer, aber selbst die Profis stürzen mit den besten Reifen, sprich, menschliches Versagen ist die tägliche Ordnung und ich wollte einfach die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass ich mir auf die Schnauze packe mit Reifen, weil einer kommentierte, ey, Digi, hast Geld zum Scheißen und ich meinte, nee, ich habe kein Geld zum Scheißen, deswegen ziehe ich mir ordentliche Reifen auf und ja, M7RR sind in meinen Augen ein sehr, sehr solider Sportreifen mit sehr guten Abrolleigenschaften sowie Alltagstauglichkeit, weshalb ich mich einfach für den entschieden habe, weil er sich einen Namen gemacht hat und ich keinen Fehler machen wollte bei dem Tausch der Erstbereifung und wollte einfach auf Nummer sicher gehen und habe das genommen, was alle Freunde aufgezogen haben und es passt. Also mir hat der Reifen soweit gut gefallen, vor allem am Anfang war ich erstaunt von der Agilität der Maschine, also sie ist sehr, sehr agil, hat sich positiv, sehr positiv aufs Fahrverhalten ausgeübt. Ich habe den Reifendruck erhöht, weil
Ich habe nachgelesen, dass der M7R mit 2,9 hinten und 2,5 vorne am besten funktioniert. Was habe ich drin? 2,4 vorne, 2,8 hinten, sowas um Dreh. Und ja, fährt sich nicht so matschig. Ist Geschmackssache, fährt sich nicht so matschig, braucht aber ein bisschen länger, bis er auf Temperatur kommt. Was ein normaler höherer Reifendruck einfach mit sich bringt, denn der Reifen erwärmt sich ja durch Reibung und Walkarbeit und er hat deutlich weniger Walkarbeit durch höheren Reifendruck, was ich einfach in Kauf nehme für die besseren Handling-Eigenschaften. Also für mich fühlt sich's besser an, ich habe eine bessere Transparenz durchs Fahrwerk und der gibt mir einfach besser an, wie was Sache ist und deshalb wollte ich einfach sagen, mir gefällt der Reifen so wie er ist und deshalb habe ich ihn ein bisschen höher gemacht und ja, aber jetzt komme ich auch schon zu den Sachen, die ich persönlich nicht brauche. Und zwar ist es der Grip bei höheren Geschwindigkeiten bzw. höheren Lufttemperaturen, weil der Reifen wird hier bei 18 Grad Außentemperatur, wir haben effektiv ca. 15 Grad Lufttemperatur, der Asphalt ist vielleicht sogar noch ein Stückchen kälter, weil es geregnet hat und was soll ich groß sagen? Ihr müsst den Reifen prügeln, dass er warm wird. Und wenn er dann warm ist, dann klebt er echt gut. Aber davor würde ich nicht sagen, dass er so gut klebt. Also auf Kante fahren können wie ein Sport-Touring-Reifen mit dem BT45, obwohl er nicht warm wird, könnt ihr vergessen. BT45 wurde auf der 125er wärmer als der M7R hier. Deswegen muss ich ehrlich sagen, ihr müsst schauen, wenn ihr eher auf der Seite vom langsamen Fahrer seid wie ich. Ich fahre eigentlich sehr ausgewogen und in der Regel auch weitere Strecken mit einem Höchstanteil von 10% wirklich ab und zu mal auf meiner Lieblingsstrecke komplett die Straßenverkehrsordnung ausreizen bis zu den 100 km/h in den Kurven einfach voll ans Gas, also wirklich heiß wird, dann würde ich euch raten, kauft euch lieber einen Sport-Touring-Reifen, kauft euch einen Road-Attack 3 oder einen Road-Attack Metzeler Road-Attack 01 oder was gibt's noch? Dunlop Road Smart gibt's, Pirelli Angel GT, nicht den ST bitte, den GT. Und ja, das sind so die üblichen Kandidaten. Wenn ihr unbedingt Michelin fahren wollt, dann kauft euch den Pilot Road 4. Ist auch ein solider Reifen, aber von den Handling-Eigenschaften nicht so gut wie der Road-Attack und nicht so gut wie der Conti Road-Attack 3 sowie der Dunlop Road Smart. Und ja, ich halte gleich nochmal an und zeige euch einfach das Laufbild nach einer gewissen Kilometerdistanz und ich hoffe, es gibt euch dann einen kleinen Eindruck, inwiefern der Reifen abgefahren ist und das alles nach 3000. Ganz absteigen. Und das alles nach 3000 Kilometern. Wie ihr hier seht, vorne habe ich noch einen Zentimeter bis zur Kante. Das liegt daran, dass er extrem steil abfällt vorne am Vorderreifen. Es gibt euch einfach die Sicherheit, wenn ihr schon hinten auf Kante seid beim Reifen und dann vorne in die Kurve reinbremst, stellt sich ja der Reifen ein bisschen auf und drückt sich zusammen. Da habt ihr einfach Reserven, dass ihr vorne nicht übers Vorderrad abschmiert bei einer scharfen Gangart. Hier beim Reifen hinten seht ihr natürlich das relativ bis zur, also der ist wirklich auf Kante gefahren, es ist aber echt keine Kunst bei dem Reifen, ich möchte mir nicht selber auf die Schulter klopfen, es ist easy, fahrt ihr ein paar Mal im Kreisverkehr, also plump gesagt ein paar Mal im Kreisverkehr und schon ist er ab, aber ich habe den natürlich auf Strecken abgefahren, wie ihr seht, hier außen raut der leicht auf bei 48 PS, ist nicht die Welt wirklich, also auf der Rennstrecke raut er ein bisschen mehr auf, vor allem wenn ihr mehr Kubik habt, aber ich muss sagen, der Reifen hat sich echt solide geschlagen bisher. Ihr habt noch ein bisschen Profil übrig. Ich würde jetzt ca. 2,5 mm schätzen. Vielleicht auch 3 mm. Kommt echt stark auf die Sache an, wo ihr messt. Hier außen schon an der Verschleißgrenze, würde ich langsam sagen. Nach 3000 Kilometern, sprich, der Reifen ist relativ schnell gesetzlich runter, obwohl der Gesetzgeber 3/4 der Lauffläche angibt, die 75, also die 1,6 mm erfüllen müssen. Sprich, wenn wir hier die Lauffläche nehmen, dann hätten wir noch ein bisschen was gut, was weiß ich was, noch 2000 Kilometer. Und dann müsste der Reifen hier hinten auf jeden Fall runter, vorne
Ich habe braucht zwei Hinterreifen und einen Vorderreifen. So hat das Verhältnis ungefähr beim M7 RR. Das liegt natürlich auch daran, wie stark ihr hinten bremst, wie ihr Wheelies macht und so weiter und so fort. Aber ich muss ehrlich sagen, der Reifen ist Hammer vom Handling, gefällt mir super. Ich hatte ein paar kleine Rutscher, weshalb auch immer. Ihr seht, es sind auch ein paar Ölflecken und so von der Stadt dran. Ist normal, deswegen der M7 RR klebt wirklich richtig gut, wenn ihr den heiß bekommt. Ansonsten kauft euch irgendeinen anderen Reifen, irgendeinen Sport-Touring-Reifen, der gute Eigenschaften hat, aber auch nur, wenn ihr nicht am Limit fahrt. Wenn ihr permanent am Limit fahrt, dann würde ich das sein lassen. Ihr seht es auch natürlich von der Schräglangfreiheit. Ihr schleift vorher den Ständer an, bevor ihr den Reifen komplett über Kante fahrt. Also ich hatte ihn schon über Kante, da hat der Ständer geschliffen und das Hinterrad ist gerutscht, aber das Vorderrad hat immer noch weniger Angststreifen. Nach links bin ich natürlich sicherer, jeder hat seine eigene Lieblingsseite, deswegen ist der Angststreifen hier geringer. Und ja, was soll ich sagen, es kommt stark aufs Anbremsen an in Kurven, wie sehr euer Vorderrad einen Angststreifen hat. Obwohl er steil ist, kann man den irgendwie abbekommen, vermutlich auf der Rennstrecke vor allem. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute.